Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Jeanette und ich freue mich ganz riesig, dass ihr mich wieder eingeschaltet habt. Das 20. Oldtimer-Treffen in Hartmannsdorf steht wieder unter der Devise vom Hühnerschreck bis zum Promi und ich wünsche euch viel Spaß dabei. »1987 war Produktionsstart für den IFA L60 und dieser kam damals mit einem 6-Zylinder-Saugdiesel und 180 PS daher. Was viele vielleicht nicht wissen, ab 1990 gab es den 6-Zylinder als Turbodiesel-Variante mit 272 PS und es gab auch einen 4-Zylinder-Motor mit 190 PS Turbodiesel. Dieser L60 ist mit einem 6-Zylinder-Turbodiesel ausgerüstet, allerdings kann ich jetzt nicht sagen, ob es sich um einen Nachbau handelt oder um das Originalfahrzeug, denn es hat nur sehr, sehr wenige Fahrzeuge mit Turbodiesel gegeben. Ganz am Rande vielleicht, das Potenzial des Motors war damals noch nicht ausgeschöpft, denn man hat dann die Rechte für diesen Motor nach Indien verkauft. Und bis heute läuft dieser Motor mit 310 PS Turbo aufgeladen. Ja, und so sieht es im Koffer aus. Ja, durch die Lichtverhältnisse sieht man jetzt nicht viel, aber ich würde mal sagen, das ideale Fahrzeug, um eine Weltreise durchzuführen. Hier mal einen Einblick vom Flair, welches auf diesem Treffen herrscht. Also man hat schon Schwierigkeiten, überhaupt etwas zu fotografieren, denn es steht auch alles dicht an dicht und es sind eine ganze Menge Leute heute unterwegs. Das ist wohl der Hingucker schlechthin, der Wartburg 1000 Coupé. Dieses Traumauto kam damals 1962 auf den Markt, hatte einen Zweitakt-Dreizylindermotor mit einem Hubraum von 991 Kubikzentimetern, leistete 50 PS und die Höchstgeschwindigkeit war mit 125 km/h angegeben und ich würde sagen für DDR-Verhältnisse vollkommen ausreichend. Ja, schaut euch jetzt mal die Front an, das schönste Auto, was es überhaupt gab. Als Nachfolgemodell des B50 erschien 1962 der Trabant 600 mit der internen Bezeichnung B60 und äußerlich ist die Deluxe-Variante an dieser durchgezogenen glatten Zierleiste erkennbar. Der 500er hatte noch diese geschwungene. Ein ganz, ganz kleines Automobil mit sehr, sehr viel Charme oder sollte man besser sagen Rollermobil, denn das war es damals gewesen, die BMW Isetta von den Bayerischen Motorenwerken von 1955 bis 1962 gebaut. Also ich muss schon sagen, dieses Auto ist wirklich sehr eindrucksvoll, niedlich und bis ins Detail muss ich mal sagen, fasziniert dieses Fahrzeug, wurde damals liebevoll Knutschkugel genannt und ich denke, dieser Begriff passt auch sehr gut. Mit 9,6 kW war das 370 Kilo leichte Fahrzeug für die damalige Zeit gut motorisiert. Ein sehr originelles Gespann, der Trabant 1,1 Tramp. Dieses Fahrzeug wurde damals aus der Not herausgeboren, mehr oder weniger auf Grundlage des Trabant Kübels natürlich. Man wollte dieses Fahrzeug noch vermarkten, vor allem im Ausland, denn hier in Deutschland hatte dieses Fahrzeug kaum noch einen Markt, aber auch das hat leider nicht mehr geklappt. Wohl eher sehr selten anzutreffen, dieser mobile Zeitungskiosk. Thank you.
der IVA H6, damals in Werder gebaut. So ist er garantiert nicht vom Band gelaufen, aber man muss sagen, handwerklich gekonnt und richtig schick. Ein Mercedes 1632 der LP-Baureihe und ich denke mal, diese Fahrzeuge haben Geschichte geschrieben und von diesem Typ sieht man eigentlich nur noch ganz wenige auf Treffen hier in Ostdeutschland, eigentlich fast überhaupt nicht. Hier sehen wir den Traktor RS01 oder besser natürlich bekannt unter dem Namen Pionier. Und dieser Schlepper wurde interessanterweise anfangs in den Horschwerken Zwickau produziert und später wurde die Produktionsstätte nach Nordhausen verlagert. Und hier sehen wir einen RS04 mit 30 PS Leistung aus dem IFA-Schlepperwerk Nordhausen. Dieser Traktor wurde 1959 produziert, hatte ein Gewicht von 2500 Kilogramm und die Höchstgeschwindigkeit betrug 19 km/h. Hier sehen wir die Heckansicht des Traktors und ein Blick in den Motorraum auf die Lichtmaschine mit diesem sehr interessanten Riemen und für die ganz Interessierten natürlich ein Blick auf das Typschild. Ja, auch schick mal sowas mit zu demonstrieren für ganz schwere Böden als Hilfsmittel. Ein altbekannter und sehr häufig anzutreffen, ein richtiger universeller Traktor, der RS09 mit der internen Bezeichnung GT126. Nicht fehlen darf natürlich der Belarus MTS50. Mit einer Leistung von 55 PS und einem Vierzylinder-Dieselmotor. Mal sehen, ob ich so hoch komme, damit man auch was vom Cockpit sieht. Ich denke mal einigermaßen. Und hier, ja, die Lichtmaschine mit Riemenabdeckung. Ja, hier mal ein schicker Framo mit dem Dreizylinder-Wartburg-Motor. Ein Vertreter der Traktorenreihe RS14 mit dem Markenname Famulus 36, damals scherzhafterweise Pflaumenmus genannt, wurde von 1956 bis 1965 produziert. Es gab dieses Modell als 2- und 3-Zylinder-Reihenmotor-Variante mit 29 und 44 kW. Der Picco Max 4 war damals wohl von keiner Baustelle wegzudenken. Dieses Fahrzeug wurde von 1962 bis 1968 produziert, hatte in der Spitze bis zu 56 PS und der Max 4 hatte damals eine Nutzlast von 2530 Kilogramm. Der Autodrehkran Bander mit der internen Bezeichnung ADK-63-2 wurde damals im VEB Hebewerkzeug Sebnitz produziert, hatte eine Traglast von 6,3 Megabond und wurde auf Basis des IFA H6 entwickelt. Allerdings muss man sagen, die meisten Baugruppen musste man neu konstruieren aufgrund der Traglast. Das Eigengewicht bzw. die Dienstmasse betrug 13 Tonnen und die Motorleistung betrug 90 PS. Dieser schicke Bus wurde damals von der Karosseriebaufachfirma Hiller im thüringischen Ehrenhain 1966 hergestellt. Das Fahrgestell basiert auf einem Mercedes-Benz aus dem Baujahr 1956 und der Motor, das ist ein Mercedes-Benz-Motor vom Typ 0312.97. Ein Beispiel dafür, dass man auch später noch sehr, sehr schöne Busse produzieren konnte, wenn auch über Umwege. Immer wieder eine Augenweide, der Fleischer S5-Bus, ein Reisebus aus dem Baujahr 1957 von der Firma Fritz Fleischer KG Gera.
Cevl, das war ein ungarischer Motorradhersteller, welcher von 1949 bis 1993 auch Nutzfahrzeuge, also Lastwagen, herstellte. Als Kind habe ich diese Fahrzeugmodelle noch als Möbelwagen in Erinnerung, da gab es einige, und dieser Auflieger ist eine Farbbücherei. Ja, schauen wir mal innen rein in diesen Auflieger und da können wir sehen, hunderte oder tausende Bücher, die hier eingestapelt sind. Dieser Bus, die Zigarre bzw. der Icarus 55, hat mich schon als Kind immer fasziniert. Und hier sehen wir wieder einen sehr schicken Fleischerbus, allerdings ein etwas älteres Modell. Dieses ist der Fleischer S2 mit Wartburg-Rückleuchten. Der Jelsch in Bohlen gebaut, war sehr häufig im Fernverkehr der DDR anzutreffen. Ja, und den Skoda Liaz, den dürfte normalerweise auch noch jeder kennen. Der Barockengel, der BMW 502 aus dem Baujahr 1961, hier als richtiges und originales Polizeifahrzeug, welches in München lief. Hier sehen wir einen Käbele K632 ZB62 als ehemalige Bundesbahn-Zugmaschine. Das Modell 632 ZB hatte eine Leistung von 270 PS, einen Hubraum von 11.945 Kubikzentimeter und ein zulässiges Gesamtgewicht von 16 Tonnen. Ja, hier sehen wir die Anhängerzugvorrichtung und das Interessante ist, dass das nicht zusammenpasst, nicht kompatibel ist und deswegen hat man diese Adaptervorrichtung nochmal drin. Sieht man übrigens auch sehr, sehr selten. Der Zastava war ein sehr schickes und kompaktes Fahrzeug, wurde damals im ehemaligen Jugoslawien produziert, auf dem Gebiet des heutigen Serbiens. Meiner Auffassung nach wäre es ein V500, weil dieses Fahrzeug 1938 produziert wurde. Laut des Besitzers ist es aber ein V501, obwohl diese erst 1941 gebaut wurden. Man sieht hier auf dem Typschild 1938 als Baujahr. Allerdings ist überhaupt keine Modellbezeichnung vermerkt und hier nochmal die Heckansicht. Und hier natürlich wieder ein ganz besonderes Sahnestück. Der Wartburg 313 wurde damals von 1957 bis 1960 im Automobilwerk Eisenach produziert. Der Motor war damals noch zeitgemäß, Zweitakter, 900 Kubikzentimeter mit 37 Kilowatt Leistung. Der Melkus RS1000 ist eher bekannt auf Basis des Wartburgs, aber es gab auch Kundenwünsche, die dieses Fahrzeug mit einem Lada-Motor bzw. BMW-Motor ausrüsten ließen. Dieses Fahrzeug besitzt einen Lada-Motor und das war damals erforderlich gewesen, wenn man zum Beispiel in der Klasse bis 1600 Kubikzentimeter mitfahren wollte. Und wenn Walter Röhrl dieses Fahrzeug signiert hat, dann ist es bestimmt 25.000 Euro mehr wert. Hier haben wir ein leichtes Lechgruppenfahrzeug vom Typ Daimler-Benz aus dem Baujahr 1943. 2000 Kubikzentimeter Hubraum, 60 PS, Spitzengeschwindigkeit 80 km/h. Ja, und noch ein kleiner Blick in den Motorraum. Die Drehleiter DL25 auf dem Fahrgestell des IFA S4000
dürfte wirklich nur noch sehr selten anzutreffen sein. Und dieses Fahrzeug gehört zu den ersten Drehleiter-Fahrzeuggenerationen in der DDR. Ja, und nochmal von hinten, jetzt läuft gerade eben niemand ins Bild. Was für eine innovative Idee damals, die Markise über die Türen gespannt, wenn man unterwegs ist und Picknick macht. Wir sehen hier den Bulli T1, ein wunderschönes, nostalgisches Camperfahrzeug. Und auch sehr innovativ natürlich die Tischplatte gleich an den Türen befestigt. Dieses Treffen, muss man sagen, ist sehr facettenreich. Also man hat hier nicht nur IFA-Fahrzeuge, wie es sonst meistens auf den kleineren Treffen der Fall ist. Und ich finde das auch mal ganz interessant, wenn man mal etwas über den Tellerrand hinausschauen kann. Ja, hier ein Ford auf dem Tieflader geladen. Der LKW Garant K30 aus dem Roborwerk Zittau. Und hier mein Lieblingsbus aus DDR-Zeiten, der IFA H6-Bus mit Anhänger hier zu sehen. Und Anhänger gibt es nur noch sehr wenige, denn diese Anhänger waren schon in der DDR recht früh verboten gewesen. Produziert wurde dieser Bus von 1952 bis 1959 auf Basis des H6-LKWs im VEB-Kraftfahrzeugwerk Ernstgrube-Werdau. Die Leistung betrug 120 PS. Und das Maximalgewicht betrug 6000 Kilogramm. Das soll es gewesen sein für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne den Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ciao!